Hallöchen und herzlich willkommen bei der Blinden Wolle. Schön, dass ihr alle wieder da seid und auch hallo an die neuen Abonnenten. Ich stelle mich noch mal kurz vor. Ich bin Janina, komme aus der Nähe von Stuttgart. Ich bin frische 31. Ich hatte am Donnerstag Geburtstag. Ich habe von Geburt an Albinismus. Das heißt, ich habe kein Melanin. Das ist das Medikament, ja genau. Das Pigment, das für die Hautfarbe, für die Augenfarbe und für die Haarfarbe dann so zuständig ist. Und was auch dafür sorgt, dass man zum Beispiel in der Sonne braun wird, dass man nicht so schnell Sonnenbrand bekommt. Das ist bei mir leider nicht der Fall. Das heißt, ich bin eigentlich den ganzen Sommer über rot. Oder rosa, oder wie man es auch nennen mag. Genau. Und also es gibt verschiedene Albinismusformen. Ich habe den okulären Albinismus. Also man sieht dadurch auch schlecht. Also bei mir ist der Sehnerv nicht komplett entwickelt. Und so viel im Großen und Ganzen. Ich kann das ja auch mal ausführlicher in dem Video machen. Nur kurz zur Erklärung. Das hier ist mein Strick- und Aufklärungspodcast zum Thema Inklusion, Leben mit Sehbehinderung und Albinismus. Auch wie ich damit lebe, was es für Missstände gibt und so weiter. Also alles so im breiten Spektrum. Und ich möchte auch zeigen, dass man auch mit 10% Sehfähigkeit, also ja, ich habe ein Sehvermögen von 10%. Ich glaube, auf dem Auge sind es 12%, auf dem 16, das ist so grob. Mit der Brille sind es so ungefähr 20. Und was ja viele auch kennen sind, ich weiß jetzt nicht, ob man sieht, die roten Augen. Das heißt, in der Iris sind auch keine Farbpigmente oder nicht wirklich. Ich glaube, ein paar wenige Pigmente habe ich. Deswegen sieht das bei mir bläulich aus. Es kommt immer so vom Licht an. Aber man sieht halt direkt das Rötliche, sprich die Netzhaut. Ja, und meine Augenbrauen sind tätowiert. Sonst würde man die nicht sehen. Da habe ich letztes Jahr ein Permanent Make-up gemacht. Ja, aber die Haut nimmt halt die Farbe nicht so gut an. Ich finde es jetzt aber persönlich nicht so schlimm, dass sie so hell sind. Hauptsache, man sieht sie. Diejenige, die es gemacht hat, hat es auch sehr gut gemacht. Und das hat mich halt sehr gestört, dass man meine Augenbrauen so nicht gesehen hat. So muss ich sie jetzt auch nicht ständig nachmalen. Ich muss es halt wahrscheinlich nur irgendwann wieder nachstechen lassen. Ja, das tut ziemlich weh. Genau. Back to topic, wie gesagt, ich möchte einfach zeigen, dass man auch mit 10% Sehkraft den Hobbys nachgehen kann, wenn man nachgehen möchte. Ich stricke für mein Leben gern, ich male gerne. Das tue ich schon seitdem ich klein bin. Und mit Diamond Painting habe ich angefangen. Gut, Diamond Painting ist jetzt nicht so das Hauptding auf meinem Kanal, aber ich zeige euch manchmal trotzdem, was ich gepaintet habe. Ja, weil das ist so mein Alternativ-Hobby, wenn es zum Stricken zu heiß ist oder manchmal brauche ich einfach eine Abwechslung. Also so monogam irgendwas machen oder monogam stricken geht für mich auch nicht. Ja, zuerst zeige ich euch jetzt mal, was ich jetzt so gewerkelt habe, was fertig geworden ist, was ich neu gekauft habe und dann erzähle ich euch von Wuppertal. Also wir sind vorhin wieder zurückgefahren, mein Mann und ich. Ich hatte ja in Wuppertal ein Seminar zu meinem Fernstudium zur Fachkraft für Inklusion. Genau. Was ich beruflich mache, ich mache mein Fernstudium zur Fachkraft für Inklusion. Da bin ich, denke ich mal, ab Dezember fertig. Da schreibe ich meine Abschlussprüfung. Da werde ich euch aber auch mitnehmen und
euch, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mich da gerne begleiten, virtuell. Und ja, ich bin Handfärberin, habe einen kleinen Handfärbe-Wollshop, der heißt auch Blinde Wolle, so wie der Kanal. So, jetzt geht's aber los. Und zwar habe ich Socken fertig. Ich habe jetzt nur ein Sockenbrett mitgenommen. Ja, das andere ist leider etwas verfärbt. Das kann bei handgefärbter Wolle nun mal passieren, egal wie gut man sie einweicht und fixiert. Ich bin, wie gesagt, noch in der Ausbildung, noch in den Anfängen. Also, meine Luigi sind fertig geworden. Ich habe die Fäden da noch nicht vernäht oder beziehungsweise noch nicht abgeschnitten. So sehen sie aus. So, da habe ich noch für euch die Marker drinnen gelassen, wo ich das letzte Mal war. Das war hier, dann kam da die Spitze. Und ja, das im Hintergrund ist mein hysterischer Hund. Chihuahuas eben. So sieht der erste aus. In Schuhgröße 39. Und das ist der zweite. Ich glaube, den ersten habe ich im letzten Video schon gezeigt, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß es gar nicht. Nee, glaube ich noch nicht. Ja, und das ist der zweite. Und da war ich hier, wo die Avocado hängt. Ja, ich mache immer ein zwei rechts, zwei links Bündchen. Meistens nur so 10 Runden oder so. Liegt einfach daran, dass mich das oft anstrengt vom Sehen her. Eine Shadow Wrap Ferse. Und die Bändchenspitze. Das ist so mein Stino-Rezept. Und die waren eins oder die sind ein Sockenauftrag gewesen. Die gehen jetzt an die Kunden. Und bevor jetzt irgendjemand kommt und sagt, ja, also ich verschenke meine gestrickten Socken. Ja, das kann jeder machen, wie er will. Ich verschenke manchmal auch gestrickte Socken. Ja, ich verkaufe sie. Es gibt auch Leute, die dann sagen, hey, ich gebe dir was dafür. Ich meine, wieso nicht? Ich meine, das ist ja schließlich auch Arbeit, die geschätzt werden muss. Man sitzt ja lange dran, selbst wenn es ein Hobby ist. Und ich habe einfach meine Gründe, warum ich Socken für ein kleines, ich sag mal, Entgelt stricke. Da kann jeder denken, was er möchte. Die sind auch bei mir nicht überausmäßig teuer. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn man das nur verschenkt, es wird einfach nicht wertgeschätzt. Zumindest auch nicht im engeren Umfeld. Aber das ist ein anderes Thema. Und ja, das liegt einfach in meinem Ermessen, ob man die bei mir jetzt käuflich erwirbt oder nicht. So, der nächste Strickauftrag, der ist zum Teil fertig. Und zwar wird das hier eine Kinderstulpe für die Tochter einer Freundin oder für die Töchter. Die sind so zwischen 5 und 6 Jahre alt oder 5 und 7, halt sowas in dem Dreh. Vorschulalter, Schulalter. Und ja, ich wollte die eigentlich länger machen. Das Problem ist, also ich finde die Farben wunderschön. Das hier ist übrigens die Ophelia aus. Die gab es in meinem Shop, die gibt es jetzt nicht mehr. Also die färbe ich auch nicht mehr nach, zumindest nicht mehr auf der Qualität. Das ist die Alpaka-Seide und die ist einfach sehr, sehr dünn. Und ich komme mit so dünner Wolle nicht unbedingt so gut zurecht. Und es war halt auch sehr heiß jetzt die letzten Tage. Und ja, ich meine, ihr wisst es selber, wenn man da eine Alpaka-Wolle verstrickt. Ja. Und das hier ist eine von Wolldackel. Ich glaube, die heißt Barbie oder so. Gibt es aber, glaube ich, auch nicht mehr. Und da habe ich mich an einem Mäusezähnchenrand versucht. Ja. Ich wollte den jetzt einfach mal stricken. Ich weiß zwar nicht, ob man das jetzt so vernäht. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Ich denke, dass es meiner Freundin und ihren Töchtern auch sehr gut gefällt. Und ja, das ist jetzt nur so breit wegen den Wäscheklammern. Ich habe nämlich nichts, worauf ich das zum Spannen legen kann. Und ja, das wird sich eh nochmal hier. Also, das ist sehr dehnbar hier, muss ich sagen. Das ist schon mal das Gute hier an der Wolle. Die ist auch sehr angenehm auf der Haut. Also, ich glaube, so als Pulli oder auch als Socken wäre die echt
super. Nur halt hier die, das Vernäht ist halt ein bisschen enger geworden. Ja, aber ich denke, meine Freundin wird sich freuen. Da muss ich jetzt noch die zweite anschlagen. Ich weiß aber nicht, wann ich das mache, weil wenn es nämlich wieder so heiß wird, macht das mit der Wolle absolut keinen Spaß. Vielleicht mache ich das auch erst im Herbst oder so. Ja, dann machen wir mal bei Socken weiter. Da habe ich jetzt eine neue angefangen. Ich würde mal sagen, das ist mein Geburtstagsanstrick. Kommen wir auch zum nächsten New In, und zwar diese tolle Nadelgarage von, ach, da sieht man es, von der Jenny von Das Pinke Schaf. Ist übrigens auch, also die hat auch einen YouTube-Kanal. Und sie hat einen Laden in Schwäbisch Gmünd. Das ist bei mir da in der Nähe im Ostalbkreis. Also auch so zwischen Stuttgart und Aalen da in der Gegend. Ja, da muss ich das schöne kleine Nadelgarächen mitnehmen, weil ich habe kaum welche. Ja, dann habe ich mit einer Färbung, die es noch bei mir im Shop gibt, angefangen. Zwar die Träumchen. So sieht die im Cake aus oder im Tönnchen. Was sagt ihr da eigentlich? Cake oder Tönnchen? Was ist da jetzt bitte der richtige Begriff dafür? Also ich sage meistens Tönnchen oder halt Cake. Und ja, meine vorigen Sachen sind alle auf, ich habe es halt vergessen zu sagen, ich glaube, zu der Stulpe habe ich was im letzten Video gesagt. Da habe ich die hier auf mit 2,5er gestrickt, weil die für Dreier einfach zu dünn ist. Und das Bündchen habe ich mit Dreier gestrickt. So die Standardgröße. Ja. Und die stricke ich jetzt ausnahmsweise mal auf 2,5, weil ich die Dreier gerade alle brauche für die Stulpen noch. So, das hier wird jetzt doch eine Socke, obwohl es eigentlich eine Stulpe hätte werden sollen. So sieht die Träumchen verstrickt aus. Da war ich jetzt das letzte Mal, also vorhin hier, während ich im Auto gestrickt habe, wo der Lolli hängt. Die Lollis wird es bei mir auch bald im Shop geben. Ich habe wieder ein paar neue Maschenmarkierer, die muss ich nur noch einpflegen, damit ihr die käuflich erwerben könnt. Ja. So sieht die auch vom Licht her aus. Hier mit Minecraft-Muster, Rollbündchen. So sieht die Ferse aus. Und das hier unten wird dann einfach glatt gestrickt. Ja, ich hatte doch irgendwie Lust, eine Socke zu stricken, obwohl ich mir eigentlich Stulpen machen wollte. Und ich finde ja irgendwie, dass das in diesem Minecraft-Muster ja auch so ein bisschen mermaid-mäßig aussieht, also so Meerjungfrauen-mäßig mit diesen Schuppen. Also ich fand das total cool. Ja, und die habe ich gefärbt auf der Trekking von Atelier Zitronen. Und die lässt sich auch sehr gut wickeln. Ich denke mal, das wird eine Schuhgröße 38, 39 werden. Ich weiß doch nicht, was ich mit den Socken mache, ehrlich gesagt. Ich wollte sie jetzt einfach mal anschlagen, um euch zu zeigen, wie sie, wie die Wolle verarbeitet aussieht. Weil ich finde, dass die mir beim Färben eigentlich echt gut gelungen worden ist. Deswegen heißt sie ein Träumchen, weil ich gesagt habe, ah, das ist ja ein Träumchen, die Färbung. Ja, und dann hat sie den Namen praktisch behalten. Und die Ferse habe ich heute tatsächlich während dem Seminar gestrickt. Und meine Dozentin fand das eigentlich auch ganz cool. Also der hat auch die Farbe voll gefallen. Und die war erstaunt, dass man da so viele Nadeln hat. Was? 5 Nadeln? Ja. Dann habe ich das währenddessen gemacht, während ich aufgepasst habe, weil nur so stillsitzen unter Menschen geht bei mir einfach nicht. Da werde ich unruhig, da fühle ich mich eingeengt, da würde ich am liebsten flüchten. Und beim Stricken komme ich praktisch runter. Die wohnen, die Tasche kennen bestimmt die schon, die mir länger folgen, wohnen in der kleinen Fuchstasche von Die Wollwichtel, die habe ich ja schon länger. Ja, an den anderen Socken habe ich nichts weiter gemacht. An den von Peacock Garn. Mal schauen, wann ich da weitermache, so wie ich Lust habe.
Dann kommt das Inselglücktuch, was ich jetzt aber ein bisschen umwandle, weil mir sind die Muster vom Sehen her auf Dauer ein bisschen anstrengend. Der Bobble wohnt in der Tasche von Devily Crochet. So sieht der Rest noch aus. Also ich denke, da sitz ich noch ein Weilchen dran. Und da bin ich jetzt praktisch, ich bin diesmal, glaube ich, nicht mitten in der Runde. Beim letzten Mal war ich das ja, glaube ich. Da bin ich jetzt hier, da wo der Maschenmarkierer hängt. Maschenmarkierer, Broker's Keeper, wie auch immer. Ich mache da keinen Unterschied. Ich nutze die halt dafür, so wie ich sie brauche. Und das hier oben wird jetzt halt einfach noch kraus rechts. Das stricke ich einfach nur noch kraus rechts hoch. Ich denke, dass das auch schön aussieht. Und ja, so werde ich es dann belassen. Es hat jetzt schon eine ordentliche Länge, aber es könnte noch ein bisschen die Höhe wachsen. Ja, und der Bobble ist von Katrinchen Kirschblüte. Der war in meinem Tauschpaket dabei. Und ich stricke das auf 3 mm Chaogu Red Lace Nadeln, das ist auf diesem Metallseil. Ah ja, und meine Socken habe ich auf den Smart Sticks von Knit Pro gestrickt, die mit diesen Maßangaben. Ich vergesse das irgendwie immer zu erwähnen, auf welchen Nadeln ich gestrickt habe. Ah, und da ist noch ein Maschenmarkierer, aber ich glaube, da ist mir eine Masche runtergefallen. Eins von beidem war es auf jeden Fall. Das war auch das Einzige, was ich stricken konnte bei der Hitze, weil das halt ein Baumwollgemisch ist und das nicht an den Händen klebt. Ja. Dann habe ich. Ich mache ja bei dem Kall von Devily Crochet mit, bei dem Devilys Zweigkall. Und ich habe tatsächlich weiter gestrickt. Da war es ja auch zu heiß. Das war auch mein Projekt, was ich im Auto gestrickt habe. Das ist der Vorteil, wenn man nicht Auto fahren darf oder kann, ja, dann kann ich wenigstens stricken. Ja, und da habe ich dann fleißig an meinem Zweig weiter gestrickt. Und ja, der hat ja einen an der Waffel, das wisst ihr ja schon. Die Waffel, also ich war das letzte Mal da, wo die Waffel hängt. Und das Stück ist dazugekommen. Und da habe ich jetzt aus Versehen den zweiten Boppel von der Einhornpups hingemacht. Jetzt habe ich zumindest was für meinen Zeitumkehrer. An dem Zeitumkehrer habe ich gerade auch nicht weiter gestrickt. Der kommt wahrscheinlich im Herbst wieder. Da bin ich an den Ärmeln. Das ist mir einfach, upsie, auch zu warm. Deswegen werden im Herbst viele Ärmel gestrickt. Ja. Die Einhornpups gab es auch mal bei mir im Shop. Also die habe ich auch selber gefärbt. Und ja. Ich habe den praktisch so gestrickt, was mein Stash halt hergibt. Am liebsten hätte ich ihn ja gerne so, also das hier so pink gestrickt und das hier grau. Aber es ist ja auch mal ganz gut, was aus seinem Stash zu verbrauchen. Und das hier, also das Dunkle ist eine Wollmeise. Was für eine Zusammensetzung, weiß ich wie gesagt nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie Mauerblümchen hieß. Ich habe ein kleineres Seil drin, deswegen sieht der so eng aus. Und ja. Der hat bei mir einen breiteren Kragen. Also müsste ich so über dem Bauchnabel sein. Also müsste noch so ein Stück kommen praktisch und dann halt noch ein Bündchen. Das Muster lasse ich weg, der wird nur glatt rechts gestrickt. Und ich finde den Zweig von Caitlin Hunter so toll. Ich finde, es ist so ein schöner Pulli und ach, mega. Vielleicht stricke ich den irgendwann nochmal. Also er macht mir auf jeden Fall Spaß. Klar, das Lace-Muster ist ein bisschen anstrengend. Hier muss ich auch noch eine Masche am Schluss wieder hinnähen. Die ist mir runtergehopst. Aber Mai basiert halt, man sieht es am Ende ja nicht. Und ja, ganz fehlerfrei ist es auch nicht, aber
ich bin ja froh, dass ich es überhaupt stricken kann und ich mache das dann halt so, wie es geht. Und ich bin zufrieden, ich bin stolz und ich, ja, finde ihn einfach toll. Ich freue mich schon, wenn der fertig wird. Und ich finde einfach auch dieses Millierte so cool. Ja, das im Rahmen des Stevelies Zweigkall. Ja, das war jetzt so das, was ich an Gestricktem gemacht habe. Dann kommen meine New Ins, aber davor zeige ich euch meine neueste Färbung, die ich gefärbt habe, die es jetzt im Shop gibt. Das ist die Barbie-Färbung, aber Barbie mit zwei I geschrieben. Und ich finde die einfach affengeil. Affengeil. Also die erste Fuhre an Färbungen ist etwas dunkler. Ich habe jetzt so neues Pink, das finde ich mega. Und das ist jetzt die zweite. Da ist die jetzt halt ein bisschen heller geworden. Was einfach auch daran liegt, dass ich. Ich verwerte die Farbe, die. Also, man tut ja dann die Farbe in das Wasser und praktisch das Wasser, dieses Farbwasser, das verwende ich wieder, wenn genug übrig bleibt. Das kann man ja dann praktisch mit heißem Wasser vermischen, gerade wegen dem Fixieren. Und dann kann es halt manchmal sein, dass das einfach ein bisschen heller rauskommt. Und ich meine, etwas wieder zu verwerten ist ja nicht schlecht. Einfach nachhaltig sein. Ich mache das ja auch mit den Verpackungen so, wenn ich irgendwie ein schönes Papier habe, dann nehme ich das zum Verpacken zum Beispiel. Und ich finde, so kann man das auch mit der Farbe machen. Wenn man da genug übrig hat, dann nimmt man einfach dieses Färbewasser, füllt das ab und ja. Und ich meine, gefärbte Wolle ist ja nie immer gleich. Das ist ja das Besondere daran. Das müsste, glaube ich, eine Balance sein. Also ich habe die auf Merino High Twist und auf Balance gefärbt. Ja, Trekking muss ich tatsächlich wieder nachbestellen. Da habe ich keine mehr. Die sind alle weg. Ja. Das heißt, da müsst ihr euch gedulden. So, dann zeige ich euch meine Einkäufe. Ich habe ja zum Geburtstag ein bisschen Geld bekommen. Und was habe ich damit gemacht? Ich habe natürlich Wolle gekauft. Was auch sonst? Ich war ja an meinem Geburtstag im Steiftiermuseum in Giengen an der Brenz. Und da habe ich natürlich auch geguckt, ob es einen Wollladen gibt. Ja, es gibt auch einen Wollladen, so ein kleinerer Wollladen. Und die hatten ganz viel so, also hauptsächlich Regia-Wolle. Regia-Wolle ist ja an sich nicht so meins. Also die Sockenwolle gefällt mir nicht ganz so. Ich habe auch ein paar Regia-Färbungen da. Ach nee, wartet mal. Ich habe noch was vergessen. Moment. So, da bin ich wieder. Ich wollte euch noch zeigen, was ich geschenkt bekommen habe. Aber zuerst kommt das Gekaufte. Ja, genau. Wir waren bei dem Laden mit der Regia-Wolle. Und da gab es Schnäppchen. Ja. Und zwar gab es die, also ihr werdet wahrscheinlich jetzt eh gleich sehen, wie viel die kostet. Die Schachenmeier Summershine. Und die hat so einen Glitzereffekt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Also die hat halt wie so einen Glitzerfaden drin. Und die hat tatsächlich bloß 1 € gekostet, das Knäuel. Also ich weiß nicht, wie viel die eigentlich kostet, aber ich schätze mal mehr. Und Regia-Wolle ist ja nicht ganz so günstig. Und ich möchte ja meinen Exploration Station stricken. Und ich habe bis jetzt nur bunte Stränge, was ja an sich nicht schlimm ist, aber ich hätte gerne irgendwie was Farbneutrales, irgendwas mit Grau oder so. Und ich dachte mir, für 1 €? Ja, mein Hund kläfft wieder. Normal. Ich habe die einmal in Grau. Dann einmal, oh, da ist die Banderole weg. Ich kann euch jetzt auch nicht so genau sagen, was da für eine Zusammensetzung ist. Das müsstet ihr nachgucken. Ich sag euch halt einfach, wie die heißt. Den Rest kriegt ihr ja dann raus. Weil ich kann die Banderolen nicht so gut lesen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Dann nochmal die gleiche.
auch Altschnäppchen. Aber ich glaube, da sieht man es besser. In diesem Petrol. Ja doch, das ist Petrol. Und das sieht man ganz leicht hier, dieses Grau, nicht Grau, diesen Glitzerfaden. Und ich glaube, with Cotton und Viskose, also ist mit Baumwolle. Also wirklich ein Top-Schnäppchen. Und dann habe ich die gleiche in diesem, wie heißt denn diese Farbe, dieses lila, rötliche da. Also jetzt auf der Kamera sieht es aus wie meine Wand, Hintergrund. Aber meine Wand ist knalliger als die Wolle. Ja. Also so knallig kommt die jetzt nicht raus in echt. Ja, und da sieht man es auch. Das ist alles die Sommerschein von Schachenmeier. Dann habe ich noch eine, die war nicht reduziert. Auch eine Schachenmeier Merino extra fein. Die ist schön weich, auch in diesem Grau. Weil ich möchte an meinem Exploration Station Schal, gut, manche Stränge, die ich damit einstricke, sind Sockenwolle. Das macht mir bei Pullis gar nichts. Aber so hier am Hals mag ich das nicht so. Da finde ich das ein bisschen kratzig. Da hätte ich halt dann schon gern noch ein bisschen was Weicheres. Und entweder mache ich dann diesen Rand oder halt so diese Linien, wenn ihr wisst, wie der Exploration Station aussieht, und schaut euch einfach mein letztes Video an. Das sind ja so diese schwarzen Linien. Und entweder mache ich die grau oder pink, das weiß ich aber noch nicht. Das ist die Merino extra fein. Und ich habe für diese vier Knäule knapp 8 Euro gezahlt. Also kann man nichts sagen, auf jeden Fall. Dann war ich ja noch in einem anderen Wollladen, in Schwäbisch Gmünd. Die Nadelgarage habe ich euch gezeigt. Da habe ich mir von der Jenny das kleine Täschchen anfertigen lassen. Ich habe ja die gleiche noch in groß als Projekttasche und dachte mir, so eine kleine Tasche für Utensilien oder gerade für die Nadelstopper, die ich habe. Wie zum Beispiel hier diese Hello Kitties oder so. Kann man die dann einfach da verstauen und dann gehen die nicht verloren. Und ich finde den Stoff einfach cool. Da seht ihr auch nochmal das gleiche Schildchen. Und sie hat mir einen coolen Maschenmarkierer hingemacht. Auch mit einem Regenbogen. Ich glaube, das waren die von der Pride Month Kollektion. Aber deswegen habe ich die nicht genommen. Mir hat es dieser Stoff einfach angetan. Und es ist auch ein cooles Material. Also die ist innen drin auch so gefüttert, so ein bisschen weicher. Und außenrum ist es wie bei so einer, ich würde mal sagen, Übergangsjacke, Regenjacke, so ein Stoff. Genau. Und dann habe ich noch einfarbige Sockenwolle mitgenommen von Langjarns, die Jawoll mit diesem Beilaufgarn in diesem schönen Mintgrün. Weil einfarbige Wolle habe ich tatsächlich nicht so viel. Deswegen habe ich mir mal ein bisschen so unifarbene Wolle gekauft. Dann zeige ich euch, was ich noch von einer lieben Freundin geschenkt bekommen habe. Die heißt übrigens auch so wie ich. Wir haben uns am Mittwoch getroffen. Sie hat 4 Tage nach mir Geburtstag und wir haben unsere Geschenke ausgetauscht. Und in ihrer Geschenketüte war diese Opalwolle dabei. Das ist eine Regenwald 18, die Expedition mit diesem Pink. Ich habe die schon, ich habe sie jetzt doppelt, aber das tut dem ja keinen Abbruch. Man kann ja auch was Größeres dann damit stricken. Ich habe so eine Opalzeitschrift, da ist, glaube ich, ein Tuch drin. Das könnte ich damit machen. Ja. Und da hat sie an mich gedacht, weil ihr wisst ja, ich liebe Rosa. Dann hat sie noch, das ist eine der wenigen Regia-Farben, die mir gefallen. Die hat sie mir auch geschenkt. Color Mania Color. Und das Coole ist, dass diese Farben da so verzwirnt sind miteinander. So ähnlich manchmal wie bei den Schoppelbällen so ein bisschen. Und ja, das sind schöne Herbstfarben. Da könnte ich mir auch entweder Socken drunter vorstellen oder so Handstulpen.
So, wenn man mit dem Hund Gassi geht oder so. Ja, dann war ich natürlich noch in Wuppertal auf Wollladentour. Hab dann eine Lana Grossa Cool Wool gekauft. Das müsste, ach, auch Merino Extra Feinwolle sein. Auch schön weich, auch in diesem Grau. Falls mir eine von denen nicht ausreicht, gut, ein bisschen weichen die farblich voneinander ab. Aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Und dann habe ich die hier. Die hat mich auch schon in Schwäbisch Gmünd angelacht. Die Wool Addicts auch von. Was ist denn das? Die hat 400 Meter circa nur. Und die ist, glaube ich, auch von bei Langjans. Ach, genau, da steht's ja. Und die sieht so cool aus. Die knallt so schön. Und die ist auch weicher als normale Sockenwolle. Vom Preis her finde ich sie persönlich nicht ganz so günstig. Aber ich dachte mir so, zum Geburtstag, wieso nicht? Und ja, dann habe ich mir die einfach gegönnt. Ja. Ach ja, mein Zweig wohnt in meiner blinde Wolle-Tasche. Da ist noch mein Schulzeug drin. Ich habe die praktisch in meinem Seminar als Schultasche genommen. Ja. Also ist da jetzt mein Schulzeug drin. Genau. So, das war's, was das Strickige angeht. Genau, ich war jetzt in Wuppertal. Das war ein Seminar zu den Grundlagen der Fachkraft für Inklusion. Da wurde dann auch besprochen, was in der Abschlussprüfung drankommt, was abgefragt wird, also was man lernen kann. Dazu habe ich mir dann auch einiges aufgeschrieben. Das werde ich mir dann nochmal zum Lernen auf Karteikarten umschreiben. Und dann ging es halt auch um so Themen wie Integration, Separation, Exklusion und Inklusion, was das alles bedeutet, auch mit Schaubildern. Und also man kann das ja alles bildlich darstellen. Ich kann ja mal, wenn ich die Karten fertig gemacht habe, kann ich euch das ja gerne mal zeigen in dem Video. Falls euch das interessiert, schreibt mir das einfach mal unten in die Kommentare, weil ich bin ja immer neu für Anregungen, für Vorschläge. Und falls ihr Fragen habt, kann ich alles gerne mal in dem Video beantworten oder das thematisieren. Dann ging es halt allgemein um die Inklusion. Im Lehrbuch steht das halt alles immer so schön da, aber in der Realität sieht es halt ein bisschen anders aus. Dann ging es halt auch um die, also heute ging es um die Außen- und die äußere Differenzierung und die Binnendifferenzierung. Äußere Differenzierung ist zum Beispiel eine Klasse, die sind alle auf demselben Lernniveau, haben alle, also alle Kinder haben dasselbe Thema. Dann gibt es ja dieses Hauptschule, Gymnasium, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Das ist alles äußere Differenzierung und die Binnendifferenzierung, das hatte ich. Ich war als Kind auf einer Sehbehinderten- und Körperbehindertenschule und da war dann eine Klasse, das waren gemischte Klassen, wie zum Beispiel Klasse 3 bis 4 und dann hat jeder unterschiedliche Dinge gelernt, weil jeder einfach unterschiedlich weit war vom, ich sag mal, Lernniveau, vom Bildungsniveau. Und darum geht es auch, da geht es auch in dem Studium. Und im Endeffekt, als Fachkraft für Inklusion ist man praktisch der Botschafter oder die Botschafterin, die Inklusion in die Gesellschaft zu tragen, sprich in Schulen, in Einrichtungen, bei Behörden, in Kindergärten, Horts, wie auch immer. Die Inklusion voranzutreiben, so dass jeder Mensch oder jedes Kind diese Einrichtungen besuchen können. Ja. Ich hatte mir auch überlegt, dass ich mal dazu separate Videos mache.
gerade so diesen Themen Separation, Exklusion, Inklusion und Integration, dass ich euch das mal genauer erkläre, weil das ist ja auch so der Sinn auf dem Kanal, aber das wird dann nur ein Aufklärungsvideo ohne Strickiges, weil sonst kommt man da durcheinander. Und wenn es jetzt irgendwann eh wieder so heiß werden sollte, werde ich wahrscheinlich eh nicht ganz so viel stricken. Also wird es wahrscheinlich dann eher mal ein, zwei Aufklärungsvideos geben. Und ja, ich habe in dem Seminar auch sehr nette Leute kennengelernt. Da war auch eine, ich nenne es jetzt mal Mitstreiterin. Ich weiß, du guckst meine Videos. Ja, sie ist also von Geburt an blind und hat auch einen Blindenstock. Und dann, weil ich habe ja am Anfang erst so voll die Furcht gehabt, okay, wie sind da die Menschen, hoffentlich finden die mich jetzt nicht komisch wegen meiner Sehbehinderung. Und dann kam da eine mit einem Blindenstock und dann dachte ich mir, oh, noch eine mit einer Seheinschränkung. Ah, ich bin ja nicht so allein und ihr ging es im Endeffekt genauso. Und wir haben uns dann auch gut verstanden und ich habe auch gute Tipps bekommen. So, gerade auch für das Studium von den anderen. Ich glaube, wir waren zu zehnt oder so mit Kollegen, ich nenne es jetzt einfach mal Klassenkameradinnen, Kameradinnen. Und es ist auch mal ganz interessant, eine andere Sichtweisen zu hören. Dann habe ich von einer Klassenkameradin, die macht eine Ausbildung zu, was war das, Peer Counseling. Da hat sie mir auch Links geschickt, da werde ich mal reingucken. Und ja, ich fand es auch einfach schön. Also viele, die dort sind, also die da jetzt waren, die arbeiten halt schon in diesem Bereich. Und das tue ich halt noch nicht. Ich mache jetzt momentan nur die Ausbildung und bin ja Wollfärberin, aber vielleicht ändert sich da ja irgendwann mal mein beruflicher Weg und ich finde dann eine Stelle als Fachkraft für Inklusion, was natürlich sehr schön wäre. Und ja, das ist halt so mein Ziel. Und im Dezember schreibe ich dann die Abschlussprüfung. Da werde ich jetzt auch noch mal anrufen wegen einem Nachteilsausgleich. Also man kann dann zum Beispiel mehr Zeit bekommen. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also 2 Stunden ist für mich Zeit genug. Also ich kann auch relativ schnell, also vom Schreiben her bin ich da jetzt nicht langsamer. Jetzt mein Heftchen dabei. Nein, aber einfach, dass man es mir größer ausdruckt oder so. Und was ich halt auch so schön fand, ist, dass, also ich hatte so dieses Gefühl, klar, das Gebäude war jetzt nicht unbedingt barrierefrei. Das war ein älteres Gebäude und die Toiletten und so. Aber ich fand, dass Inklusion in dem Sinne da funktioniert hat. Weil es hat niemand gestört, wenn ich gesagt oder wenn mir jemand gesagt hatte, kann man es noch mal vorlesen? Oder ich habe ja während dem Seminar gestrickt. Ich habe natürlich auch aufgepasst und halt mitgeschrieben oder auch mich mit eingebracht und ich habe dann halt auch erklärt, ja, dass ich bin da halt oft unruhig und so, was ich ja vorhin erklärt habe. Und es war für die Leute überhaupt kein Problem. Also, oder wenn man auf die Toilette musste, konnte man auf die Toilette gehen. Also, das war da total gechillt. Und dann war in der Mittagspause, bin ich mit der einen, also das halt eine Klassenkameradin mit mir und mit der anderen, die halt auch, also die halt blind ist, sind wir halt zum Café gegangen. Das war total selbstverständlich so: hey, ja, klar, wir gehen dahin. Und ja, das hat sich einfach dann auch gut angefühlt. Und ich finde, so sollte das immer sein, auch in unserer Gesellschaft. Man sollte sich nicht blöd fühlen müssen, weil man entweder wenig sieht oder gar nicht sieht, sondern es sollte einfach, ja, normal sein. So, und daran möchte ich gerne arbeiten. Und deswegen habe ich mich auch für das Fernstudium entschieden. Und ich fände es halt echt cool, wenn ich da irgendwann mal eine Einrichtung finde. Also ich könnte es mir vorstellen, mit Kindern zusammenzuarbeiten oder wirklich so bei Behörden auf dem Arbeitsamt. Weil ich glaube, da, also ich sage euch ganz ehrlich, die bräuchten wirklich einen Tritt in den Hintern. Ja, einfach
Menschen mit Behinderung, die einen Job suchen, würde ich sehr gerne beraten. Oder die Reha-Berater und die ganz tollen Reha-Berater oder auch die Chefs da so ein bisschen mehr zu sensibilisieren. Ist jetzt mal so ein Wunschdenken. Ich würde es gerne tun. Ob man das dann so umsetzen kann, weiß ich nicht so genau. Ja. Und sonst war Wuppertal eigentlich ganz nett. Also mein Mann ist mitgekommen. Ich wollte ursprünglich alleine fahren, aber er war so nett und hat mich begleitet. Er hat dann so lange auf mich gewartet und war im Zoo. Wir waren dann noch in einem Hotel. Wir waren dann auch gestern ein bisschen bummeln nach dem Seminartag. Also ich sag euch, nach 6 Stunden raucht der Kopf. Ich wollte eigentlich mich danach noch hinsetzen, noch was durchlesen, aber es ging einfach nichts mehr rein und dann hat man irgendwann einfach einen Koller. Ja. Genau. Und jetzt sind wir seit vorhin wieder zu Hause und ich dachte mir, okay, jetzt habe ich das alles noch so im Kopf. Jetzt mache ich noch schnell ein Video für euch. Genau. Ich versuche das ja immer so im Zwei-Wochen-Takt so ein bisschen zu machen und habe mir auch schon so ein paar Themen überlegt, gerade auch zum Thema Albinismus und so. Ja. Und man kam auch einfach raus. Es war eigentlich auch ganz schön. In Wuppertal gibt es ja diese Schwebebahn. Ist auch mal ein anderes Fahrerlebnis. Und ja, jetzt werde ich vielleicht später noch ein bisschen stricken, mich noch ein bisschen, ja, hinlegen, wie auch immer. Ist einfach auch müde und so. Fahren, Auto, also ich bin ja nur Beifahrer, aber lange Autofahren wisst ihr ja selber, ist halt total anstrengend auch. Und ja, aber was ich euch noch erzählen wollte zum Schluss, das ist mir noch eingefallen. Ich war ja am Mittwoch in dem Strick mit in Schwäbisch Gmünd. Und dann habe ich mir halt so die handgefärbten Garne angeguckt. Und dann war da eine ältere Frau und die hat mich dann gefragt, ja, ob sie hier die Toilette benutzen dürfen. Da habe ich gesagt, ja, da müssen Sie die andere fragen. Ich arbeite nicht hier. Und dann dachte sie so, hat sie so gesagt, ja, ich dachte, Sie arbeiten hier. Sie sehen so vertraut aus mit der Wolle und so. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, aber ich bin selber auch Wollfärberin. Also ich kenne mich aus und so. Also das fand ich dann eigentlich schon irgendwie witzig, dass sie mich so als Mitarbeiterin gehalten hat. Aber ich habe natürlich gesagt, hier gehen Sie dahin. Und die hat sich da noch voll lieb bedankt. So, ja, danke, dass Sie für mich gefragt, dass Sie das gesagt haben wegen der Toilette und so. Und ja, ich hatte auch ja mit meiner Freundin im Wollladen und wir haben uns da. Meistens gehen wir da ja nur hin, um zu quatschen. So, ja. Also war ganz schön. Ja, gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Dann einen schönen Start in die nächste Woche. Und wir sehen uns dann. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen und natürlich auch über ein Abo auf meinem Kanal. Bis dann. Tschüss.